zusammen. Hey. Menschen in real life. Hallo. Wir sind von der HAW Hamburg. Wir sind beide Professoren des Game Master Studiengangs. Yep. Das ist ein... Entschuldige bitte. Student. Der Vincent. Der zeigt euch gleich mal, was er bei uns so angefertigt hat. Ralf, ich übergebe an dich. Okay, cool. Ja, wir sollten kurz ein bisschen was erzählen zu uns und dann zeigen wir aus eurem Projekt einen kleinen Trailer und wir sind auch da hinten, also wenn euch das interessiert, kommt vorbei. Wir wollten nur mal kurz unser Studienprogramm vorstellen für alle, die das so interessiert. Der Games Master ist eines von Deutschlands ältesten und ich finde auch besten Games-Studienprogrammen und wir sind an der Hochschule für angewandte Wissenschaften hier in Hamburg auf dem Mediencampus. Auf dem Slide stehen gerade mal die ganzen Leute, die inzwischen bei uns schon tätig sind. Und ich wollte einfach nur mal so ein paar Stimmungsmomente zeigen, wie es so bei uns zugeht. Vielleicht wichtig, wir haben Designerinnen und Developerinnen beide zusammen, also Leute aus Informatik und aus artistischen Sachen, die dann bei uns zusammen im dreisemestrigen Studiengang studieren. Und so sieht das dann aus, wenn die das machen. Und ganz wunderbar. Und wir haben auch ganz tolle Monitore und Tische und überhaupt und ein Games-Labor, wo die Leute sich dann immer treffen und ganz viel arbeiten. Da kann der Vincent euch auch noch was von erzählen. Das ist wirklich das Herzstück von dem Studiengang. Genau. Dass die Leute, die das studieren, zusammenarbeiten und sehr viel Praxiserfahrung vor Ort sammeln und im Normalfall entweder danach ihr eigenes kleines Indie-Studio gründen oder sich in alteingesessene Games-Firmen reinschleusen und da dann ihrem Wünschen nachgehen und Spiele entwickeln. Genau. Und ich weiß nicht, wir sagen immer so Masterprogramm, das kennen vielleicht ja gar nicht alle. Also man kann heutzutage Games auch als Ausbildungsberuf schon machen. Und man kann natürlich auch ein Bachelorstudium machen, das ist so das erste Studium. Das geht auch bei uns an der HAW. Wir haben Media Systems, wir haben Design, Illustration, auch für Games. Also das ist dann so das Einsteigerstudium, 6 bis 7 Semester. Und was wir dann heute hier zeigen, wo du dann drin bist, das ist dann das Postgraduierte, also was danach kommt, 3 Semester. Genau, und die Leute, wenn die zu uns kommen, können die schon richtig viel und das dann immer voll gut, weil dann wird es immer alles gleich sehr beeindruckend und schick. Wir zeigen mal 2, 3 Sachen. Moon Eyes Studios, Lost Ember, das kennen vielleicht sogar einige. Das war, läuft automatisch weiter. Aufhören, stopp. Okay, ich glaube, die Taste hat geklemmt. Das ist so ein sehr schönes Projekt, das kann man auch richtig kaufen bei Steam oder sonst wo. Gibt es auch inzwischen für ganz viele Plattformen. Das ist so ja, eines unserer Vorzeigeprojekte. Da haben, glaube ich, 5 Studierende ja, 3 Jahre lang oder dann am Ende, ich glaube, fast 4, 5 Jahre lang dran gearbeitet. Und das ist ein richtiger Vollpreistitel, den man heute so ganz normal kaufen kann. Inklusive erfolgreicher Kickstarter-Kampagne. Genau. 300.000 Ocken and then some. Also das war ganz professionell, muss man schon sagen. Und ganz lustig, als die bei uns im Games Lab immer gesessen sind und gearbeitet haben, wir haben die schon fast nicht mehr da rausgekriegt. Also sie haben da eigentlich gewohnt. Und hatten auch als Studenten schon ihre erste eigene Praktikantin. Für Merch. Wow. Genau, also ein sehr schönes Projekt. Einfach nur beispielhaft für all die Projekte. Wir gewinnen tatsächlich eine ganze Menge Preise. Ah nein, es geht immer automatisch weiter. Ja genau, du drückst zurück. Das hier zum Beispiel Deutscher Computerspielepreis. Das war, lass mich jetzt nicht, Osmotic Studios. Ich habe gerade einen kleinen Hänger. Groundplay war das damals. Aber ist nur eines von vielen Spielen, die inzwischen so ganz erfolgreich sind oder eben ausgezeichnet sind. Ich glaube, was ich sagen will ist, die Spiele, die bei uns rauskommen, sind schon so eher die Bundesliga oder sogar teilweise Weltstandardklasse. Genau. Wir haben inzwischen das Glück, dass Hamburg, jetzt müssen wir mal gucken, ob es stehen bleibt. Ja. Wir haben das Glück, dass in Hamburg wirklich eine sehr lebendige Games-Szene ist, sowieso eine tolle Games-Industrie, aber auch inzwischen wieder gute Games-Förderung, gute Programme, Game City. Sowas wie das hier ist auch wirklich super wichtig für so ein lebendiges Ökosystem, wo man eben alles hat, von ganz kleinen experimentellen, künstlerischen oder auch Schülerprojekten bis hin zu volle Pulle,
hallo Gabe, hier ist mein Steam-Game, verkauf das mal bitte für uns. Und das ist, glaube ich, in Hamburg schon besonders, oder da ist Hamburg zumindest sehr wohl etabliert. Nicht, dass Berlin und ein paar andere Städte nicht auch was zu bieten hätten, aber ich glaube, so gerade die Industrievernetztheit ist hier schon sehr kultiviert und auch sehr wohl etabliert. Auf jeden Fall. Wir haben aus dem aktuellen Jahrgang auch zwei Teams, die im Game City Lift Inkubator gefördert werden mit 15.000 Euro und noch weiteren Industriepros, die ihnen Feedback zu ihren Spielen geben. Teil an Industriepros laden wir natürlich auch in den Studiengang ein, den lernen dann die Leute schon frühzeitig kennen. Und der Studiengang ist auch so angelegt, dass er halt einfach mit der Hamburger Szene vernetzt. Ja. Genau. Das hier ist Whale in the Ocean als ein Beispiel für so ein bisschen experimentellere Spiele. Da war man ein Wal mit VR. So sah das dann aus in etwa. Und das war wirklich ein schönes Spiel, weil man quasi vor allem auf Audiosignale horchen musste, um seine Freunde, seine Walfreunde oder Freundinnen zu finden. Also das als ein Beispiel für so ein bisschen ja, ungewöhnlichere Projekte. Und weil Mike hier auch in der Play so aktiv ist, Mike for the win, das ist unser großes Forschungsprojekt gerade, Klima Act. Jetzt würde ich eigentlich am liebsten Mike auf die Bühne holen, aber das geht nicht, der macht gerade Regie. Also wo mit allen möglichen von medialen Elementen eine Klimaerfahrung für Menschen hergestellt wird, sowohl vor Ort in Ausstellungen als auch vernetzt. Soll erlebbar werden, was der Klimawandel eigentlich bedeutet. Und das hier ist so ein recht frühes so ein Bild, was man dann halt hat, um die Idee dahinter zu visualisieren, wobei das Projekt entwickelt sich natürlich ständig weiter. Und das ist dann schon so richtig Forschung, also mit Fördergeldern und dass man wirklich über mehrere Jahre an einem Projekt arbeitet, um da was Neues zu entwickeln. Genau. Und damit, ich weiß nicht, wir sind so schnell, aber wir können ja erstmal deine Sache zeigen und dann machen wir noch eine kleine offene Runde. Damit kommen wir schon zu Light of Atlantis. Möchtest du direkt übernehmen? Genau. Moin, ich bin Vincent, hallo nochmal von meiner Seite. Bin die mit. Okay. Perfekt. Ich studiere zurzeit an der HAW, genau diesen Studiengang, und wir haben heute einfach mal unser kleines Projekt mitgebracht, was in diesem genannten Games Lab entstanden ist. Und da zeigen wir einfach mal einen Trailer. Leertaste? Genau, Light of Atlantis ist jetzt in den 3 Semestern entstanden. Wir waren ein 5er-Team, das dort wirklich Vollzeit dran arbeiten konnte. Wir planen jetzt sogar auch, das Projekt noch weiterzuführen und hoffen, dass wir Ende nächsten Jahres releasen können. Bei dem Spiel handelt es sich um einen 2D-Puzzle-Plattformer. Man taucht in die Unterwasserstadt Atlantis ein, schlüpft in die Rolle eines kleinen Roboters und lüftet nach und nach die Geheimnisse dieser einst hoch aufstrebenden Hochkultur. Das Ganze wird abgerundet mit der Kernmechanik Wasser, also man switcht ständig zwischen Land und Wasser. Hallo Alex! und wenn ihr auf jeden Fall mal reinschauen wollt, wir sind auch auf Social Media unterwegs, auf Itch ist eine Demo zur Verfügung und wir stehen heute auch dort hinten, Workshop Area 3 oder so nennt sich das Ganze, da könnt ihr die Demo mal anzocken, könnt auf uns zukommen, könnt uns mit uns quatschen. Und ansonsten hört ihr hoffentlich nächstes Jahr von uns, wenn es dann endlich mit Steam soweit ist. Sehr schön, danke. Sollen wir die Itch-Seite aufmachen, damit die Leute das direkt ansteuern können? Ich weiß nicht, ich derail gerade, glaube ich, unsere Präse, aber dafür kann man... Für die Studierenden gehört es im Normalfall dazu, ihre Endprojekte auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das heißt, hier wird nicht nur hinter verschlossenen Türen irgendwas entwickelt, sondern die Leute müssen auch raus und echtes Spielerfeedback einsammeln. Wir haben natürlich interne Testingrunden, aber eben dann geht es auch um die harte Wirklichkeit im Internet. Genau. Ist Habt ihr euch ganz gut geschlagen. Ja, danke, danke. So, jetzt haben wir noch ein... Achso, willst du direkt? Nee, ist kein Netz, glaube ich, gerade. Also sollen wir... Brauchst du ein Netz? Okay.
Ich dachte nur, man kann ja auch einfach Light of Atlantis googeln und dann findet man euer Itch-Projekt und das vergisst man immer. Ihr könnt das alle runterladen, jetzt zu Hause für einen PC und dann schon mal spielen. Wie cool ist das denn bitte? Aber noch cooler ist, da hinten hinzugehen und mit den Leuten mal zu reden, weil es wirklich ein schönes Projekt. Ich wollte noch unseren QR-Code drauf tun. Auch das so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, so ein bisschen stupid, jetzt hier so QR-Codes aufzurufen. Worum geht's, alle Bachelor, Bachelorinnen, die da draußen unterwegs sind? Wer Bock hat, Games im Master zu studieren, kommt zu uns! Genau. Also, wir sind schon echt ganz gut, glaube ich. Also eigentlich sind wir sehr, sehr gut, aber das soll man ja nicht mehr so sagen. Aber ich glaube auch, also wenn ihr so in Norddeutschland oder sonst wo auf der Welt Bock auf eine wirklich gute Game-Ausbildung mit zeitgemäß habt, bei uns studieren halt Designerinnen und Developer zusammen, was wirklich sehr ungewöhnlich, aber auch sehr realistisch ist. Und wenn ihr Bock habt, auch mal einen Studiengang zu haben, wo man halt nicht immer nur so Unity auf und irgend so 0815-Kram baut, sondern wirklich auch mal ein bisschen weitergeht, bisschen künstlerisch, bisschen experimentell, aber eben auch durchaus kommerziell, wenn ihr das mögt. Ich glaube, dann sind wir schon echt eine der besseren Adressen in Deutschland. Das kann man schon sagen. Ja, also da ist auch schön, wir bringen halt immer unsere aktuelle eigene Praxiserfahrung mit rein. Ich habe seit 10 Jahren ein Indie-Studio mit 2 Partnern. Beer Shaker! Yes. Und wie gesagt, was uns auch am Herzen liegt, wir haben einen Kurs zum Thema Entrepreneurship, wo wir auch entsprechend andere Indie-Devs einladen, die ihre Entwicklungsgeschichten erzählen von erfolglos bis ganz erfolgreich, um da einfach auch die Reichweite zu zeigen für alle, die sich dafür interessieren, soll ich gründen, soll ich nicht gründen, ich weiß es noch nicht so genau, dass wir da einfach mit echten Erfahrungen arbeiten und die Leute miteinander ins Gespräch kommen, um für sich auszubaldowern, möchte ich das oder möchte ich das nicht. Ja, das finde ich macht unseren Studiengang schon ziemlich einzigartig. Ja. Und wir haben übrigens auch, ich will nicht zu viel Eigenwerbung machen, aber Cooties stehen hier überall rum. Diese Würfel mit für mehrere Spielerinnen, da hinten und da und da. Das sind auch Projekte von teilweise von Gamesmasterinnen, teilweise aus einem Bachelor-Studiengang. Und ist so ein Projekt, das sich auch aus unserem Studienkontext entwickelt hat. Und ich bin total happy. Tatsächlich Creative Gaming und die Play waren somit die ersten, die damals einen Cootie gekauft haben, als wir mit dieser komischen Kiste da ankamen, weil die auch damals schon gesagt haben, das ist ja gar nicht so uninteressant. Und es ist wirklich schön zu sehen, wie sich das so entwickelt hat. Also ihr könnt hier auch rumgehen und einfach mal an den Cooties spielen. Genau. So, haben wir Fragen? Das ist doch immer eigentlich viel netter. Jetzt ist eine gute Gelegenheit, hier mal so richtig Leute zu fragen. Wollt ihr was wissen? Kann man reinrufen? Na gut, wäre jetzt auch ein bisschen... Wir haben nicht mal so ein Mikro zum Rumreichen, glaube ich, aber ich käme sonst gerannt. Ja. Alles gut. Genau, ist ja auch alles im Netz. Linktree mit allem Zip und Zap, Insta, Social. Also wer uns finden will, findet uns da, glaube ich, sogar mit E-Mail-Adresse. Ja, wenn ihr mögt, kommt vorbei. Sei es im Studiengang oder da hinten am Stand. Aber dann würde ich sagen, danke für die Aufmerksamkeit. Ne? Ja? Googelt alles mal klar. Den Games Master Hamburg. Ja. Dankeschön. Tschüss. Weglaufen. Blub, blub.